Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir schauen uns heute mal das Fitnessstudio gemeinsam miteinander an. Heute haben wir ja alle eine Nachricht vom OFM bekommen. Das fand ich auch eine sehr coole Sache. Sie haben nochmal geschrieben, dass sie insgesamt 7000 Euro spenden werden. Und ich finde einfach toll, dass der OFM da aktiv ist und auch etwas tut für die Corona-Hilfe. Dann wurde noch geschrieben, dass Clanhopping in Zukunft bestraft wird. Und da muss ich mal sagen, Leute, Leute, wer betreibt denn Clanhopping wegen eines Fitnessstudios? Wer betreibt denn bitte von euch Clanhopping wegen dem Wellnesscenter? Ich weiß, dass das von meinen Zuschauern zum Glück niemand macht, aber ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Bei den Goldspielern konnte ich es noch nachvollziehen, weil wenn man die halt 10 Tage früher bekommen hat, dann konnte man die für viel mehr Geld verkaufen. Hat also noch Sinn gemacht, sich da so ein bisschen hinterzuknien, auch wenn ich dafür viel zu faul war und Besseres zu tun habe, als Clanhopping zu betreiben und immer zu schauen, welcher Clan ist noch offen und wo kann ich mir jetzt gerade Booster holen. Ja, macht für mich überhaupt keinen Sinn, dass man da so hinter ist. Aber da bei den Goldspielern hat es zumindest noch einen kleinen Nutzen erfüllt. Aber ob ich das Fitnessstudio jetzt 3 Tage früher oder später bekomme, ist mir doch vollkommen egal. So gut ist das Ding auch nicht und das sieht man hier auch schon sehr leicht. Wir werden uns jetzt mal die Regelungen des Fitnessstudio anschauen. So, erstmal das Offensichtliche. Wir zahlen hier offensichtlich mit 2 Frischepunkten, können die Spieler dann 18 Stunden an dem Gerät trainieren lassen. Holy shit. Und dafür bekommen sie dann 60 Fitnesspunkte. Da die neue Währung des OFMs 60 Fitnesspunkte gut geschrieben. Jetzt können wir diese 60 Fitnesspunkte umwandeln in Trainingspunkte und Erfahrungspunkte. Und da gibt es verschiedene Umrechnungskurse, die auch durchaus Sinn machen. Die Erfahrungspunkte sind also teurer, was auch sehr gut vom OFM geregelt ist, denn Erfahrungspunkte sind ja auch tatsächlich auf dem Transfermarkt teurer und bringen meistens auch mehr AWP. Je nach Spieler kann das natürlich auch mal anders aussehen. Und wir können uns für 10 Fitnesspunkte ein Trainingspunkt holen. Sprich, nach 18 Stunden könnten wir uns 6 TP und 2, irgendwas an EP holen. Schon mal gar nicht mal so schlecht. Bedeutet auch, es ist definitiv effektiver als ein normales Training. Man zahlt hier also mit 2 Frischepunkten und bekommt dafür 6 Trainingspunkte. Definitiv schon mal effektiver als das normale Training. Ganz egal, was man da jetzt macht, für 2 Frischepunkte bekommt man bei keiner Trainingsart 6 TP. Das ist schon mal das Fitnessstudio. Wie viele Spieler jetzt an den einzelnen Geräten trainieren können, weiß ich nicht. Ich verstehe auch nicht, wieso die 18 Stunden an diesem Gerät hier trainieren müssen. Danach ist man doch tot, oder? Und dann kostet das Ganze nur 2 Frischepunkte. Naja, realistisch ist das Ganze nicht. Und die Effektivität sinkt hier auch mit der Stufe. Kann ich dann auch nicht nachvollziehen, warum das immer ineffektiver wird. Aber da wird OFM sich schon was bei gedacht haben. Dann kann man sich hier immer jeweils die Spieler auswählen, die man umwandeln möchte. Also grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es folgendermaßen abläuft. Ihr habt eure Spieler, einen kompletten Kader und wählt diesen kompletten Kader jetzt hier für die Handelbank aus. So könnte ich mir das vorstellen. Dann sammeln die Spieler alle die Fitnesspunkte und dann könnt ihr jetzt hier einzeln entscheiden, welche Spieler TP bekommen und welche Spieler EP bekommen. Das Ganze kann ich aber noch nicht verifizieren. Ich weiß also jetzt nicht, ob es hier eine Maximalanzahl an Spielern gibt, die dann an der Handelbank trainieren können. Das weiß ich nicht. Das steht hier auch nicht in der Hilfe drin. Von daher müssen wir uns da mal noch überraschen lassen. So sehe ich das Ganze aktuell. Falls irgendjemand von euch schon das Fitnessstudio auf dem Beta-Server hat oder sogar schon hier, hoffentlich nicht durch Clanhopping, kann er ja mal in die Kommentare schreiben, ob man da beliebig viele Spieler an einem Gerät trainieren lassen kann und ob das mit der Umwandlung auch so einwandfrei funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also, dass man sich dann beispielsweise 10 Spieler aussucht, bei denen man denkt, ach, die brauchen eher die TP und 5 Spieler denkt, ja, den gebe ich mal die EP. So könnte ich mir das Ganze vorstellen. So, meine Freunde, morgen gibt es dann wieder einen Livestream und zwar um 9.30 Uhr werde ich anfangen. Ein bisschen früher als geplant. Denkt daran, also um 9.30 Uhr morgen einen Livestream. Adios, meine Freunde, bis zum nächsten Mal und ciao.